Achterbahnfahren ist stets begleitet vom hilflosen Gekreische der dem Ganzen hilflos Ausgelieferten. Während man in 2,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer beschleunigt wird, bereut man es, in diese Höllenmaschine gestiegen zu sein. Das Looping nimmt das gestresste Gehirn ohne den Sinn für oben und unten gar nicht mehr richtig wahr. Ausgeschüttet werden die Hormone Adrenalin, Cortisol, Endorphin, alles, was so verfügbar ist. Da stellen sich Menschen geduldig in die Warteschlange, zahlen die stolzen Preise, um sich für wenige Minuten durchschütteln, durch Steilkurven jagen und in tiefe Abgründe stürzen zu lassen. Sie genießen den Thrill, während anderen allein schon beim Zusehen schlecht wird. Die Hirnforscher haben herausgefunden, dass spezialisierte Nervenzellen, die Speedzellen, die Geschwindigkeit messen. Sie gehören zu den Zellen, die dafür zuständig sind, eine Art Karte anzulegen, die ähnlich wie ein Navigationssystem die Orientierung im Raum ermöglicht. Steigt die Geschwindigkeit plötzlich, steigt genauso plötzlich die elektrische Aktivität. Die Speedzellen ahnen sogar eine zu erwartende Beschleunigung, 100 Millisekunden voraus. Die Explosion der neuronalen Aktivität beginnt bereits, bevor man in den Abgrund stürzt. In dem Moment, wo sich nach einer längeren Bergfahrt der Waggon nach unten neigt, noch nichts passiert, aber die Erwartung des freien Falls, die Zeit dehnt und aus Sekunden Minuten werden, wo das Herz rast, sich die Muskeln anspannen, kommen hormonell unterstützte Fluchtgedanken auf. Aber die Chance ist vertan. Festgeschnallt im Waggon gibt es kein Entrinnen. Ich gehöre zu den Menschen, deren Angstreaktion stärker ist als der Spaß an solchem Nervenkitzel. Daher reichen mir 2 Fahrten für den Rest meines Lebens. Der wirtschaftliche Einbruch, der mit dem Coronavirus und dem anschließenden Lockdown hereinbrach, fühlte sich genau so an. Nach Höchstständen der Börsenindizes und einer recht optimistischen Stimmung in der Wirtschaft kam plötzlich der Absturz. Die Folgen waren damals nicht absehbar, heute sind sie deutlich. Aber eine anhaltende Rezession mit all den Folgen für die ganze Gesellschaft, die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und damit auch für die Kirchensteuer ist bislang in der befürchteten Schärfe ausgeblieben. Der seinerzeit prognostizierte Einbruch der Kirchensteuer begann langsam im April 2020, verstärkte sich im Mai und gipfelte in Rückgängen von bis zu mehr als 10% gegenüber dem Vorjahr im Juni und Juli. Erst im Oktober begannen sich die Zahlen auf einem niedrigen Niveau zu stabilisieren, bevor sie im November und Dezember wieder ins Plus treten. Im Vergleich zum Ergebnis 2019 stand Ende 2020 nur eine Mindereinnahme von 1,55% bei der Kirchenlohn- und Einkommenssteuer. Es ging uns wie bei einer Achterbahnfahrt. Die Nerven waren zum Zerreißen angespannt. Corona hat uns auf die Schienen gepresst und vieles, das uns sonst sehr beschäftigt hätte, ist nur noch an uns vorbeigerauscht. Wir haben Schlimmstes befürchtet, sind aber dennoch nicht aus der Bahn geworfen worden. Irgendwann schauen wir zurück und sagen uns vielleicht, wir haben es überstanden, aber bitte nicht noch einmal. Das Große und Ganze ist nicht ins Wanken gekommen, aber genau besehen haben wir doch mit der einen oder anderen Verwerfung zu tun. Die eben in Prozent zitierte Mindereinnahme macht in absoluten Zahlen rund 1,6 Millionen Euro aus. Für unsere Verhältnisse ist das dann doch nicht ganz wenig. Vielleicht ist diese Betrachtung, das Heranzoomen, auch ein Bild für die gesellschaftlichen Dilemmata, die in wirtschaftlichen Zahlen ausgedrückt nicht so dramatisch scheinen, wie die ärgsten Befürchtungen vermutet hatten. Aber für die Einzelnen, für viele Menschen hat sich die Pandemie verheerend ausgewirkt. Auch unter uns betrachten wir die ganze Gesellschaft erst recht, aber noch mehr in den armen Gegenden dieser Erde. Hier sind viele noch mitten auf der Achterbahn und ungewiss, ob wirklich alle auch sicher wieder Boden unter den Füßen haben werden. Und wir erleben ja gegenwärtig auch so etwas wie eine Extratour. Gehen wir in Medias Res. Corona-Pandemie und Folgen, Jahresabschluss 2020. Dieser wird Ihnen unter Tagesordnungspunkt 13 eingebracht durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Deswegen an dieser Stelle nur ganz wenige Bemerkungen. Die Prognosen des Sommers 2020, die uns zur Einbringung des Nachtragshaushaltes zwangen, sind nicht eingetreten. Damit
musste der zur Deckung der Mindereinnahmen im Nachtrag 2020 bereitgestellte Finanzrahmen nur mit einem Betrag von 5 Millionen Euro zur Finanzierung des Rettungsschirms für die Tagungs- und Begegnungsstätten in der EKM in Anspruch genommen werden. Davon entfällt das auf das Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Die Kirchenlohn- und Einkommenssteuer zum 31.12.2020 lag nur 1,55% unter dem Vorjahresergebnis im Vergleich zur Haushaltsplanung, die wir clevererweise konservativ gemacht haben, sogar 3,29% über dem ursprünglichen Ansatz, das heißt vor dem Nachtragshaushalt. Dieses Ergebnis lässt sich zwar nicht auf die gesamte Plansumme übertragen, dennoch konnten wir Mehreinnahmen in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro oder 1,8% feststellen. Es gibt Schlimmeres. Umgang mit den Sperrvermerken. In seiner Oktobersitzung hat der Landeskirchenrat über die Aufhebung der beschlossenen Sperrvermerke zur Deckung des Haushaltes 2021 beraten und beschlossen. Ich hatte das ja damals auch angekündigt. Das war erst möglich, weil wir mit Ablauf des dritten Quartals einigermaßen sicher die Tendenz für die Kirchensteuerentwicklung für 2021 einschätzen konnten. Die Kriterien für die Entscheidung des Landeskirchenrates habe ich Ihnen hier in den drei Punkten aufgeschrieben. Die überspringe ich, die können Sie nachlesen. Oder wie hat der geschätzte Präsident gestern gesagt, die überlasse ich Ihrem Selbststudium, fand ich ein schönes Wort. Daher nur die Tabelle mit den Sperrvermerken mit einem Gesamtvolumen von 6,9 Millionen Euro. Sie können das im Einzelnen nachlesen, was vom Landeskirchenrat entsperrt wurde. Natürlich hätte ich mir vorstellen können, weniger freizugeben. Das hätte der Vorsorge und damit der Verbesserung der Risikotragfähigkeit auch gut getan. Aber im Blick auf den guten Jahresabschluss des Jahres 2020 ist das verantwortbar und zeugt von Maß und Mitte bei den nötigen Konsolidierungsschritten. Und natürlich entspricht es auch dem Finanzgesetz. Die Rücklagenausstattung, hier kann ich den Bezug zur Frühjahrssynode herstellen. Die wichtigsten Rücklagen hatte ich Ihnen da auch vorgestellt. Sie finden die Gesamtübersicht im Haushaltsteil Fonds, Rücklagen und Darlehen. Dieser wird vom Landeskirchenrat immer beschlossen und das ist auch am 15. Oktober 2021 so geschehen. Sie können diesen Haushaltsteil bei Micha Hofmann, dem Vorsitzenden des Finanz- und Haushaltsausschusses, einsehen. Und Ausgleichsrücklage sehen Sie hier, das ist gewissermaßen das Update. Wie sieht es nach dem Doppelhaushalt, wenn Sie ihn denn so beschließen, wie er jetzt von den Gremien vorgelegt wird, aus? Das sind im Grunde die beiden unteren Zeilen mit dem jeweiligen Bestand zum Jahresende 2022 und 2023. Welche Funktion die Ausgleichsrücklage hat, ist in dem Text unter der Grafik Bild 2 erläutert. Zur Versorgungsrücklage, auch hier geht es nur darum, dass Sie wissen, wie soll sich das nach dem Doppelhaushalt entwickeln. Das sind wieder die beiden unteren Zeilen zum 31.12.2022 und zum 31.12.2023. Die Ausfinanzierung der nicht ausreichend über die EAK abgedeckten Ruheständlerjahrgänge hat den Haushalt dauerhaft entlastet. Aber es ist halt nötig, die Rücklage weiter gezielt aufzubauen. So kann sie haushaltsentlastend genutzt werden, wenn es aus Sicht der sinkenden Finanzkraft notwendig und hochwillkommen sein wird. Und die Beihilferücklage, auch hier wieder die beiden unteren Zeilen, jeweils zum 31.12.22 bzw. 23. Auch hier geht es darum, Belastungen aus Beihilfeansprüchen perspektivisch möglichst aus dem Haushalt herauszubekommen und so wieder Spielräume zu erhalten. Zum wirtschaftlichen Umfeld, da verweise ich immer auf das Jahresgutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen. Alles Nötige dazu habe ich Ihnen hier auf den Seiten 9, 10 und 11 aufgeschrieben. Die Problembereiche sind die Lieferengpässe, die Rohstoff- und Energie.
Energiepreise und auch die Inflation. Die Grafiken zeigen Ihnen, wie der Sachverständigenrat die Entwicklung im nächsten Jahr einschätzt. Für uns ist besonders wichtig, dass die Steuereinnahmen des Staates steigen und die Aussichten für den Arbeitsmarkt einheitlich als gut bewertet werden, und die sind sogar nach oben korrigiert worden. Das ist für uns wichtig, denn nur Kirchenmitglieder, die in Lohn und Brot stehen, können auch ihre Kirchensteuer bezahlen. Die Risiken hatte ich genannt. Das ist natürlich die Pandemie oder die Tatsache, dass die Liefer- und Kapazitätsengpässe der Wirtschaft anhalten. Das könnte die Erholung beeinträchtigen, und gerade die Pandemie hat ja nochmal eine neue Dynamik bekommen. Abhängigkeiten. Ich hatte im Frühjahr zum EKD-Finanzausgleich berichtet. Hier ganz kurz der aktuelle Stand. Die Arbeitsgruppe hat geliefert, aber nicht so, wie ich es erwartet hatte. Wir konnten uns schlichtweg nicht einigen auf eine dauerhaft neue formelgetriebene Lösung und haben zunächst ein Übergangsverfahren beschlossen, also dem Finanzbeirat dann auch vorgelegt. Das heißt, dass der Zielwert des Finanzausgleichs nicht nach einer mathematischen Formel bestimmt wird, sondern außerhalb des Systems exogen bestimmt wird und abgesenkt wird von 137 über 131 auf 121 Millionen bis zum Jahre 2025. Das sind 11,7% weniger unter dem Ausgangswert von 2021. Das führt zu Entlastungen bei der Geberseite und natürlich auch zu einer Absenkung auf der Nehmerseite. Und die Berechnung, die erfolgt aber, und das war so ein kleiner Sieg im Rahmen dieser Debatte, weiter auf den Durchschnittswerten der vergangenen 6 Jahre. Damit ist dieses Absenken etwas gebremst. Allerdings, einerseits haben wir Planungssicherheit, andererseits haben wir ab 2026 die Unsicherheit. Wir wissen nicht, was kommt. Es kommt ein völlig neues Modell. Und die neue Arbeitsgruppe ist noch nicht bestätigt. Erstmal muss der Finanzbeirat neu zusammengesetzt sein. Und dann wird wahrscheinlich noch im Jahre 2022 die neue Arbeitsgruppe berufen. Die Ziele hatte ich damals im Frühjahr berichtet. Die stehen hier auch noch mal in der Fußnote. Man kann sich jetzt fragen, sind die erreicht? Na, ich sage mal so, sie sind im Übergangsmodell nicht gravierend verletzt, aber eben auch nicht vollständig erreicht. Es gibt keine mathematische Formel, die jetzt gefunden werden konnte. Allerdings, und das ist ganz wichtig, der Finanzausgleich als solcher wurde nie in Frage gestellt. Dafür bin ich den Geberkirchen auch wirklich sehr dankbar. Aber gerade im Blick auf die Relation zwischen der Verlässlichkeit für die Nehmerkirchen und der Entlastung der Geberkirchen hat sich der Schwerpunkt der Diskussion in Richtung der Entlastung der Geberkirchen verlagert. Das ist für die Nehmerkirchen nicht gerade ermutigend und führt bereits im Übergangssystem zum Abschmelzen, wie gesehen. Das offenbart das Kräfteverhältnis in der EKD. Es belegt auch, wie schwierig es ist, die besondere Situation der Nehmerkirchen deutlich zu machen. Die eigenen Probleme und die finanziellen Einbußen, die von der Freiburger Studie prognostiziert werden, verstellen offensichtlich den Blick auf die ganz andere Qualität und die Schwierigkeiten in den Nehmerkirchen. Das ist bitter und wirft Fragen auf, ist aber auch ehrlich und hilft trotz manch freundlicher Rede, uns nichts vor und keine falschen Hoffnungen zu machen. Für unsere Kirche schafft das Übergangsmodell Planungssicherheit, zumindest bis 2025, markiert aber auch Handlungsbedarf. Wir wissen, worauf wir uns in den nächsten beiden Doppelhaushalten einstellen müssen, aber auch, womit wir rechnen dürfen. Die Entwicklung ist dann nochmal dargestellt, wie sich das dann auf die einzelnen Jahre aufteilt. Ich komme zum Beitrags- und Leistungssystem der evangelischen Ruhrgehaltskasse. Dieses war etwas erfolgreicher. Der Verwaltungsrat hat die neue Regelung in der Mai-Sitzung beschlossen.
Ich habe zur Mechanik einiges aufgeschrieben, das überlasse ich wirklich Ihrem Selbststudium. Denn wichtig ist für uns, für die EKM entstehen aus der Umstellung heraus keine Mehrbelastungen, weil wir in den letzten Jahren den Absicherungsgrad in den Beständen, besonders auch der Versorgungsempfänger, gezielt erhöht hatten. Und jetzt können wir etwa so die Dividende kassieren, um es mal so zu formulieren. Das heißt, es war nicht ganz verkehrt, so zu handeln, sodass wir uns mit den laufenden Beiträgen beschäftigen können. Die werden natürlich im Rahmen von sogenannten Asset-Liability-Studien, also Studien, die die Verpflichtungsseite und die Ertragsseite in den Blick nehmen, angepasst werden. Aber die nächste Asset-Liability-Studie steht jetzt erstmal aus und dann gucken wir, wie sich es entwickelt. Wir können uns also voll auf die Beiträge konzentrieren und werden nicht durch den Sicherungsbetrag wie andere Kirchen zusätzlich belastet. Zu den Staatsleistungen, hier steht alles Nötige im Text. Ich möchte darauf verweisen, dass es interessant wird, wie sich jetzt im Koalitionsvertrag oder darüber hinaus die neue potenzielle Bundesregierung äußert. Immerhin waren zwei Fraktionen, ja, die jetzt wohl die Regierung stellen, dabei, als es um den Gesetzentwurf über das Ablösegrundsatzgesetz ging im Bundestag. Die hatten den verantwortet. So, wir nähern uns jetzt dem Haushalt nach diesen eher allgemeinen Punkten. Mittelfristige Finanzplanung und Eckzahlen zur Plansumme. Eins ist klar, die geschilderten Entwicklungen machen klar, unsere finanzielle Situation wird jetzt nicht zwingend einfacher. Planungssicherheit verflüchtigt sich schleichend, aber spürbar. Damit kommt es darauf an, noch stärker in Szenarien zu denken und sich an dem mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu orientieren. Das alles klingt nicht neu. Vor dem Problem standen wir bisher mit jeder Haushaltsplanung neu. Aber ist das die Unsicherheit nicht nur von der Kirchensteuer ausgeht, sondern dass auch der Finanzausgleich weniger verlässlich sein wird und im Blick auf die Staatsleistungen sich ebenfalls Fragen stellen. Trotzdem oder gerade deshalb brauchen die Ebenen, die wir unserer Kirche mit dem Doppelhaushalt finanzieren und alle Haushaltsbewirtschafterinnen und Bewirtschafter einen verlässlichen Rahmen, um ihre Aufgaben finanzieren zu können. Der Haushalts- und Finanzausschuss hat im September nach der Feststellung des Kollegiums, dass seit Februar die Vorbereitungen und einzelnen Handlungsschritte nach dem verabredeten Zeitplan organisiert und gesteuert hatte, die wichtigsten Eckzahlen diskutiert, bewertet und so beschlossen, wie wir sie heute vorlegen. Dabei hat uns die Kirchensteuerprognose von Peter Stoll, wie in den vergangenen Jahren auch, sehr geholfen. Eine gute Grundlage für die kommenden Jahre. Die Erfahrungen zeigen, dass mit den Kirchensteuerprognosen drastische Abweichungen nach unten vermieden werden konnten. Die Treffsicherheit des geschätzten Kollegen und Freundes Peter Stoll ist extrem hoch. Für das Jahr 2022 gehen wir bei der Netto-Kirchenlohn- und Einkommenssteuer von 109 Millionen Euro aus. Das entspricht der Prognose für 2023. Sie sehen das auch unten in der Tabelle, gelb unterlegt. Für 2023 orientieren wir uns am Mittelwert zwischen unterer und mittlerer Modellrechnung und planen mit 113 Millionen. Darauf aufbauend sehen Sie die Prognose für die Kirchensteuereinnahmen, konservativ geplant natürlich, wegen des längeren Planungszeitraums in einem Doppelhaushalt. Auf Seite 18 oben sehen Sie die Tabelle. Die Zahlen zeigen deutlich die Veränderungen zum laufenden Doppelhaushalt. Trotz der andauernden Pandemie und der unverändert negativen Entwicklung der Gemeindegliederzahlen öffnet uns die wieder erstarkende Konjunktur noch Spielräume für die vor uns liegenden Aufgaben. An dieser Stelle, und das ist mir wirklich wichtig, danke an alle Kirchensteuerzahlenden, die uns damit die Erfüllung unserer vielfältigen Aufgaben erst ermöglichen. In diesen Dank schließe ich auch diejenigen ein, die sich mit ihrem Gemeindebeitrag, ihren Spenden und mit dem Einsatz ihrer Zeit für unsere Kirche engagieren. Zum Vergleich dann nochmal die Entwicklung aus der EKD-Perspektive. Das ist immer die übliche Folie. Leider stammt sie, ist sie schon etwas älter, wahrscheinlich sähe sie anders aus, aber die EKD hat noch keine neuere zustande gekriegt. Die schwarze Linie ist die nominale Kirchensteuerentwicklung EKD-weit. Die rote ist die
Preisbereinigte und die blaue Linie von links oben nach rechts unten, das ist die Entwicklung der Kirchenmitglieder, Bild 11. In der nächsten Tabelle sehen Sie die weiteren Einflussgrößen für die Plansumme und die voraussichtliche Entwicklung. Die beiden Spalten von rechts gesehen, Plan 22 und Plan 23 sind entscheidend. Sie sehen unten dann die Plansumme mit 206,5 Millionen für 2022 und 209 Millionen 600.000 für 2023. Das hat der Haushalts- und Finanzausschuss auch so festgestellt. Die mittelfristige Finanzplanung, die Planung der Einnahmen ist das hier, die nachfolgende Übersicht zeigt das, wie sich das nach dem, was wir heute wissen und mit dem gehörigen Maß an Vorsicht in den nächsten Jahren bis 2025 entwickeln wird. Sie sehen den Trend bei der Kirchensteuer, inwiefern sich dieser dann auch so einstellt, werden wir wie gewohnt im Vorfeld des Doppelhaushaltes 2024-2025 prüfen lassen. Gravierender zeigt sich die Entwicklung des EKD-Finanzausgleichs. Da sehen Sie auch die sinkende Bewegung. Bei den Staatsleistungen haben wir vorsichtiger geplant, weil wir da noch nicht wissen, was im Einzelnen kommt. Zum Haushalt im Einzelnen. Haushaltsgesetz. Drucksache 7.2, Haushaltsgesetz. Hiermit wird es von mir eingebracht, Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 auf 268.444.813 Euro. Der Finanzbericht steht jetzt auf der Internetseite. OneDrive ist da noch ein bisschen langsam für alle, die unruhig sind, weil sie in die Drucksache nicht gucken können. Entschuldige, Stefan. Okay, das wusste ich nicht, sorry. Ich werde ein bisschen schneller sein, wenn OneDrive langsam ist. Jetzt können Sie aber mitlesen. Wir sind auf Seite 21 bei Haushaltsgesetz. Das Haushaltsjahr 2023, da werden die Einnahmen und Ausgaben auf 271.420.245 Euro festgelegt. Wie sich die Plansumme auf die einzelnen Plansummenanteile und die Ebenen der EKM verteilt, zeigen die nachstehenden Diagramme. Für 2022 ist das das Bild 14 und für 2023 ist das das Bild 15. Dabei stehen die gelben und hellgelben Anteile mit insgesamt 78% der Plansumme 2022 bzw. 77% der Plansumme 2023 für die Ebene der Kirchenkreise und Kirchengemeinden zur Verfügung. Der Landeskirchenanteil für allgemeine Aufgaben und der Anteil für landeskirchenübergreifende Verpflichtungen in blau bzw. hellblau umfassen 21% der Plansumme 2022 und 22% der Plansumme 2023. Für die Partnerschafts- und Entwicklungsarbeit, also die ökumenische Solidarität, ist der schmale rote Streifen, sind 2% der Plansumme, aber 1% der Plansumme, aber 2% der Kirchensteuereinnahmen geplant. Sie sehen dann auf der Seite 23 oben die Übersicht über die Entwicklung der einzelnen Plansummenanteile. Die Erläuterung steht drunter, also gelb, blau, grün hat jeweils eine Bedeutung. Das können Sie gerne nachlesen. Um die beiden Haushaltsjahre des Doppelhaushalts besser unterscheiden zu können, wird im Haushaltsgesetz die Aufteilung der Plansumme und der zu verteilenden Plansummenanteile in zwei getrennten Paragraphen vorgenommen. Das haben Sie bei der Vorbereitung auf die Synode schon im Haushaltsgesetz nachgelesen. Weiteres zum Haushaltsgesetz, nur stichwortartig, Aufstockung des Baulastfonds wieder von 1.600 Euro je Kirchengebäude auf 2.000 Euro je Kirchengebäude. Die Ausstattung des Ausgleichsfonds, wie in den Vorjahren auch, mit 5 Millionen Euro und weiteren 500.000 Euro zweckbestimmt für den Erhalt von Stützmauern und historischen und denkmalgeschützten Einfriedungen. Die Umlage für den Kirchenwald, Sie alle wissen, wie unsere Wälder aussehen, die Kalamitäten und Käferschäden nehmen zu. Die Umlage wird daher von 14 auf 19 Euro angehoben. Mehreinnahmen sollen, wie bisher auch, falls sie sich einstellen, zu 80% der Versorgungsrücklage und zu 20% der Beihilferücklage zugeführt werden.
Und dann haben wir noch so eine spezielle Ergänzung in § 8 Absatz 3 gemacht, dass auch Entnahmen aus zweckbestimmten Rücklagen keine über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben sind. Das geht insbesondere auf den Abrissfonds, auf den Erschließungsfonds und den Notfallfonds für evangelische Schulen. Die maximal zulässige Höhe für die Aufnahme von Darlehen, Kassenkrediten und die Übernahme von Bürgschaften, die bleibt unverändert. Darlehen sollen dabei aber nur für den EKM-Stromverbund aufgenommen werden, Stichwort Windkraftanlagen. Hintergrund ist der Klimawandel. Wir dürfen hier nicht nachlassen, das, was wir beitragen können, zu einem Ausbau der regenerativen Energien auch zu tun. Und wir spüren ja im Forst, wie die Folgen der Erderwärmung uns teurer zu stehen kommen. Dabei brauchen und pflegen wir den Wald auf dem Weg zur Klimaneutralität. Bei den Haushaltsvermerken zum Haushaltsgesetz weise ich insbesondere auf die Verpflichtungsermächtigung und den Sperrvermerk hin. Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, damit die Investitionsvorhaben ihre Eigenmittel nachweisen können. Sie wissen ja, dass nur wenn die Finanzierung vollständig gesichert ist, dann auch Förderungen durch Dritte möglich sind. Die mit Sperrvermerken vorgesehenen Haushaltsansätze sind für die Umsetzung eines noch zu erstellenden Gesamtkonzepts für die IT-Betreuung in der EKM mit Schwerpunkt auf Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Kreiskirchenämtern vorgesehen. Da sind als Eventualposition 5 Stellen vorgesehen. Die Freigabe erfolgt durch den Landeskirchenrat. Das Konzept steht noch nicht. Die Tendenz dürfte aber sein, dass es wahrscheinlich einer Besetzung der Stellen nicht bedarf, sondern wir lieber das Geld nehmen und versuchen, Firmen zu beauftragen. Ja, zum Stellenplan. Zunächst mal 3 Grundsätze für den Umgang der Landeskirche mit dem Stellenplan. Erstens, das Ausscheiden von Mitarbeitenden wird unkonsequent genutzt und die mit der frei werdenden Stelle verbundenen Aufgaben werden dabei hinterfragt und nötigenfalls neu geordnet. Das ergibt sich schon aus der Regelung im Haushaltsgesetz, die wir auch dieses Mal wieder drin haben. Für die überwiegende Zahl zweitens der Arbeitsbereiche liegen mittelfristige Planungen vor, wie sich durch absehbare personelle Veränderungen Stellen einsparen bzw. Spielräume nutzen lassen. Und bei frei werdenden Kirchenbeamtenstellen wird immer geprüft, welchen Anteil die hoheitlichen Aufgaben in der Stellenbeschreibung ausmachen und ob damit die Beamtenstelle für die Zukunft noch gerechtfertigt ist. Damit sind Verbeamtungen der Ausnahmefall. Im Ergebnis wird eine Reduzierung der Stellen erwartet. Dabei bedeutet der Abbau im Regelfall eine Verdichtung der Aufgaben für diejenigen, die übrig bleiben. Im Bereich der kirchlichen Verwaltung im engeren Sinne ergibt sich jedoch allein aus der sinkenden Gemeindegliederzahl und der zurückgehenden Finanzkraft nicht zwangsläufig eine Aufgabenreduktion. Die Quantität der Aufgaben bleibt unverändert hoch und alle Optimierungsmaßnahmen geraten an gewisse Grenzen. Ziel bleibt also, die zu erwartende Einnahmeentwicklung und die Bedarfe im Einklang zu halten oder in Einklang zu bringen. Dabei ist der Landeskirchenanteil für allgemeine Aufgaben aus der Plansumme eine sehr deutliche Grenze. Die Landeskirche muss mit 19% der Plansumme 2022 bzw. 20% der Plansumme 2023 auskommen. Hinzu kommt, dass die aus dem allgemeinen landeskirchlichen Anteil zu finanzierenden Stellen zu einem erheblichen Teil gemeindeergänzende und gemeindestärkende Aufgaben wahrnehmen, die sich schon von daher von typischen Verwaltungsstellen unterscheiden. Das betrifft, nehmen wir mal das Zentrum für Kirchenmusik und das Posaunenwerk, den Gemeindedienst, den kirchlichen Fernunterricht, die Sonderseelsorge und natürlich auch die Bildungsarbeit, wobei diese Abgrenzung auch problematisch sein kann, denn sie lässt sich auf sehr viele Stellen anwenden, auch solche, die Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung innerhalb einzelner Bereiche auf. Wir haben das jetzt erstmals gemacht, um Sie noch besser mit in die Überlegungen zum Stellenplan hineinzunehmen. Sie sehen die Entwicklung im Vergleich zum vorangegangenen.
Doppelhaushalt. Ich darf aber darauf aufmerksam machen, dass in der Zahl von 426,1, die unten steht, natürlich die Eventualposition von den 5 Stellen, von denen ich jetzt davon ausgehe, dass sie nicht kommen, auch drin steht, sodass Sie da zumindest eine leichte Reduzierung erkennen können. Weitere Beispiele für Veränderungen, die sich auch aus Synodalbeschlüssen ergeben, sehen Sie auf Seite 27, also das Gewaltschutzgesetz hat immerhin eine Stelle zur Folge gehabt, Digitalisierungsstabstelle. Und Sie können das gut nachlesen, die Landeskantoren, das sind keine neuen Stellen, sind aber Stellen, die bisher durch die Kirchenkreise gestellt wurden und auch finanziert wurden. Und die wurden jetzt in den allgemeinen landeskirchlichen Anteil überführt. Auch das Rechnungsprüfungsamt, Sie haben bei den Sperrvermerken gesehen, wir haben die 1,5 Millionen nicht freigegeben. Aber der Preis war natürlich, dass das Rechnungsprüfungsamt seine Aufgaben weiter vernünftig erfüllen kann, dass sie zusätzliche Stellen brauchen. Ich komme da später noch mal drauf. Und es gibt Stellen, die wirklich weggefallen sind, sehen Sie auf Seite 27 unten. Und dann gibt es ja noch, wenn Sie in die Tabelle auf Seite 26 noch mal reingucken, sogenannte KW-Vermerke, künftig wegfallende Stellen, das sind auch 10,5, wenn man es mal rundet. Hier ist immer, wenn eine Person geht, dann auch die Stelle, Kraftstellenplan, weg. Zur Finanzierung der Landeskirche. Es soll Ihnen also nur noch mal zeigen, dass hier wirklich sehr verantwortungsvoll mit dem landeskirchlichen Stellenplan von allen Beteiligten umgegangen wird und hier wirklich sehr genau hingeguckt wird, gerade auch im Blick auf den Gesamtorganismus EKM. Und wir verstehen uns natürlich als Teil dieses Gesamtorganismus, hier nicht auf Kosten der Gesamtfinanzierung irgendwelche stellenplanmäßigen Purzelbäume anzustellen. Finanzierung der Landeskirche. Zur Frühjahrssynode habe ich Ihnen die einzelnen Anteile erläutert. Ich fange an mit dem Anteil für landeskirchenübergreifende Verpflichtungen. Dieser steht für die unabwendbaren Ausgaben, für die Einbindung in die EKD und die anderen Zusammenschlüsse zur Verfügung. Da verändert sich erfahrungsgemäß relativ wenig, wie Sie der beigefügten Tabelle in Bild 18 entnehmen können. Neu ist hier die Aufnahme der Ansprech- und Meldestelle nach dem Gesetz über Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Ich erwähnte es eben schon. Wir sehen so, dass natürlich Synodalbeschlüsse in solchen Dingen auch sofort Auswirkungen auf Zahlungsströme haben. Dann der Anteil für Versorgung, kirchliche Altersversorgung und Wartestand. Anfang 2019 haben wir an die Ruhrgehaltskasse noch mal eine größere Zahlung geleistet, die den Anteil aus dem Haushalt für Versorgung dauerhaft absenkt. Sie sehen das oben in der ersten Spalte. 2019 standen noch 14 Millionen, 2020 ging das zurück auf 2,3 und auch diese Bewegung hält an. Wir haben damit eine Entlastung im ersten Jahr von rund 11 Millionen und können weiter davon zehren, Jahr für Jahr. Was natürlich als Aufgabe bleibt, ich habe es vorhin erwähnt, ist die Finanzierung der laufenden Beiträge über die Versorgungsumlage, die sich auch in der stetigen Anhebung des Personalkostendurchschnitts widerspiegelt. Deshalb möchte ich das Augenmerk von Ihnen nochmal auf diese Tabelle lenken. Wir nutzen die Haushaltsentlastung, um die Rücklagen für die Versorgung und die Beihilfe weiter aufzustocken. Sie sehen unten Rücklagen Bildung, Versorgung. 2022 die 14,5 Millionen, 2023 die 10 Millionen und Beihilfe auch. Das ist dieses Verhältnis 80-20, 3,6 Millionen 22 und 23 2,6 Millionen. Wir werden uns noch in dieser Legislaturperiode damit auseinandersetzen, welchen Weg wir künftig gehen wollen, um die Mittel für die Versorgung
weiter zu sichern? Soll es als Rücklage weitergeführt werden? Wollen wir eine Stiftung? Ich hatte in der Frühjahrssynode gesagt, dass mein Herz eher für eine Stiftung schlägt, denn wir brauchen es zu einem Zeitpunkt, wo die Finanzen enger werden, um die Versorgungsbeiträge mit zu finanzieren, also damit die Umlagen zu stützen. Landeskirchlicher Anteil für allgemeine Aufgaben. Die Mindesthöhe des landeskirchlichen Anteils für allgemeine Aufgaben ist an die Entwicklung der Kosten im Verkündigungsdienst gekoppelt und wird durch den Prozentsatz bestimmt, der die Kostenentwicklung abbildet. Aus den im Vorfeld berechneten Kosten des Verkündigungsdienstes ergeben sich folgende Prozentsätze. Die sind in Bild 20 abgetragen. Ergänzend wirken sich Entscheidungen zu dem im letzten Doppelhaushalt gesetzten Sperrvermerk übermittelt für das Rechnungsprüfungsamt aus, im Einzelnen in der Fußnote erläutert. Zusätzlich zur Mindestausstattung sieht das Finanzgesetz entsprechend den finanziellen Gegebenheiten eine Aufstockung vor. Das gilt nicht nur für den landeskirchlichen Anteil für allgemeine Aufgaben, sondern auch für die entsprechenden Plansummenanteile auf Ebene der Kirchengemeinden und Kirchenkreise. In den vergangenen Jahren konnten aufgrund der konjunkturellen Lage diese Anteile regelmäßig angehoben werden, zuletzt um 3,5% für alle Ebenen. Angesichts der beschriebenen Entwicklung zum EKD-Finanzausgleich sowie zu den Staatsleistungen wurde vom Haushalts- und Finanzausschuss sowie dem Landeskirchenrat beschlossen, die Mindestausstattung zwar anzuheben, aber nach Ebenen und Haushaltsjahren zu differenzieren. Seite 31, Bild 21, da sehen Sie, dass die Ebene der Kirchenkreise und Kirchengemeinden wie in den Vorjahren mit zusätzlich 3,5% an den derzeitigen finanziellen Entwicklungen beteiligt werden, wohingegen die Aufstockung des landeskirchlichen Anteils rückläufig ist. Das ist Absicht. Das ist ein bewusstes Signal einerseits in Richtung Kirchengemeinde und Kirchenkreise, andererseits in Richtung aller Dezernate und Referate im Landeskirchenamt sowie der dazugehörigen unselbstständigen Einrichtungen. Damit sehen Sie die Berechnung, die sich ergibt. Bild 22 führt das nochmal schrittweise auf. Und Sie sehen die Höhe des landeskirchlichen Anteils 2022 40 Millionen, 2023 41,7 Millionen. Finanzierung der Kirchenkreise. Zunächst der Verkündigungsdienst. Entscheidend für die Berechnung der zu finanzierenden Stellen im Verkündigungsdienst ist die zahlenmäßige Entwicklung der Gemeindeglieder, die in nachstehender Grafik Bild 23 dargestellt ist. An die Rückläufigkeit haben wir uns gewöhnt, auch wenn wir uns eigentlich nicht dran gewöhnen wollen und es vielleicht auch nicht sollten. Und wir können auf viele Faktoren verweisen, die unseren Mitgliederstand auch von außen beeinflusst haben. Einführung des Euro 2002, Bankenkrise 2008, Änderung des Verfahrens zur Erhebung von Kirchensteuern auf Kapitalertragssteuern 2014 und so weiter und so fort. Jetzt scheint es, müssen wir uns von dem jahrelangen durchschnittlichen Rückgang der Gemeindegliederzahl von 2% verabschieden. Von 2019 zu 2020 liegt der Rückgang bei fast 2,8%. Das ist der landeskirchliche Durchschnitt in einzelnen Kirchenkreisen und Kirchengemeinden in strukturschwachen Gebieten gibt es noch deutlichere Rückgänge. Hinzu kommt der Einfluss der Corona-Pandemie. Die nachstehende Grafik zeigt das am Beispiel von Austritten und Taufen. Bild 24 auf Seite 33. Bis 2014 hatten wir mehr Taufen als Austritte. Seit der Änderung des Verfahrens zur Erhebung der Kirchensteuer auf Kapitalertragssteuer, die uns die Spitze in der Grafik 2014 beschert hat, bleibt die Anzahl der Austritte höher als die Zahl der Taufen. Ganz deutlich sind die Corona-Effekte im Jahr 2020 zu sehen. Ein Rückgang sowohl bei den Austritten als auch bei den Taufen, was nicht weiter verwundert. Waren doch die Behörden geschlossen und Präsenzgottesdienste und auch Taufgottesdienste lange Zeit nicht möglich.
Auffällig ist jedoch, dass die Anzahl der Austritte nur um 13% zurückgegangen ist, während die Zahl der Taufen sich halbiert hat. Deshalb möchte ich anregen, sehen Sie sich die Situation in Ihrer Kirchengemeinde, in Ihrem Kirchenkreis an. Prüfen Sie, ob es Nachholbedarf bei den Taufen gibt und überlegen Sie, welche Angebote gemacht werden können, mit welchen Initiativen Sie vor Ort reagieren können. Ich weiß, dass das Dezernat B da auch unterwegs ist und es auch EKD-Aktionen, natürlich breiter angelegt als nur eine Taufaktion, eher Kommunikationsprojekt mit Mitgliedern in der Pipeline sich befinden. Aber das kann ja nachher in der Aussprache auch nochmal dargestellt werden. Für die Berechnung der Stellen im Verkündigungsdienst legen wir seit 2019 den Dreijahresdurchschnitt zugrunde. Diese Regelung wurde ganz bewusst zur Milderung des Stellenrückgangs aufgenommen. Nach den Kriterien des Finanzgesetzes werden für das Jahr 2022 insgesamt 895,95 Stellen im Verkündigungsdienst finanziert. Dies ist auch die Grundlage für 2023. Das bedeutet eine Verschnaufpause für die Kirchenkreise, auf der Kehrseite aber auch eine größere Anstrengung für die Finanzierung, denn der zusätzliche Bedarf liegt nach den Kriterien bei 2 Millionen Euro. Wie lange wir uns das so noch leisten können, ist offen. Der Einschnitt in der Anzahl der zu finanzierenden Stellen fällt mit jedem Doppelhaushalt deutlicher aus. Gegenüber dem vergangenen Doppelhaushalt verzeichnen wir einen Rückgang um 40,6 Stellen. Ähnliches erwarten wir für den Haushalt 2024-2025. Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Stellen im Verkündigungsdienst nach derzeitigem Erkenntnisstand auf, auch unter gewissen Annahmen. Bild 25. Der Rückgang der Stellen im Verkündigungsdienst bringt uns aber keine dauerhafte finanzielle Entlastung, da die Personalkosten insbesondere auch wegen der höheren Versorgungsumlage steigen. Dankbar bin ich, dass es gelungen ist, die tarifliche Steigerung durch eine sehr maßvolle Einigung in der arbeitsrechtlichen Kommission und eine zeitversetzte Übernahme der Besoldungserhöhung nach dem Bundesbesoldungsgesetz zu begrenzen. Das wird hoffentlich helfen, meine Zusage aus der Einbringung des Doppelhaushalts 2019 einzuhalten, mittel- bis langfristig die Kriterien zur Finanzierung des Verkündigungsdienstes nicht zu verschärfen. Trotz alledem, eine deutliche Anhebung des Personalkostendurchschnitts ist zur Finanzierung der Stellen erforderlich. Damit ergibt sich folgendes Gesamtbild, Bild 26 auf Seite 35. Wir reißen im Jahr 2023 die 100.000-Euro-Schwelle. Umso wichtiger sind die Einnahmen aus dem Fahrvermögen, die zur Finanzierung der Kosten des Verkündigungsdienstes zweckbestimmt zur Verfügung stehen. Diese haben uns in den vergangenen Jahren sehr geholfen, eine stabile Finanzierung zu gewährleisten. Für den nächsten Doppelhaushalt dürfen wir mit einer Entlastung der Plansumme im Umfang von 24,6 Millionen Euro rechnen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das nochmal eine Steigerung von 1,3 Millionen Euro. Das ist auch der Grund, warum der Plansummenanteil der Kirchenkreise für den Verkündigungsdienst gegenüber den Vorjahren nur moderat gestiegen ist. Zusammenfassend kann die Finanzierung des Verkündigungsdienstes aufgrund der im Finanzgesetz verankerten Formel zur Berechnung der Stellen, der zur Verfügung stehenden Einnahmen aus dem Fahrvermögen, der Vorsorge in Form von Rücklagenbildung für Versorgung und Beihilfe und der gegenwärtig beschriebenen Finanzsituation derzeit als stabil beschrieben werden. Bei allen sich abzeichnenden Veränderungen ist jedoch zu prüfen, inwieweit Maßnahmen getroffen werden müssen, um diese Stabilität nicht zu gefährden. Kirchenkreisübergreifende Anteile zur Finanzierung von Vorhaben und Projekten, die der mittleren Ebene zugutekommen oder der Verwaltungsvereinfachung dienen, sieht das Finanzgesetz die kirchenübergreifenden Anteile vor. Sie sehen im Bild 27 auf Seite 36, dass die Höhe der Mittel für die kirchenkreisübergreifenden Anteile sich im Vergleich zu den Vorjahren nur geringfügig unterscheidet. Innerhalb der einzelnen Positionen sind aber erhebliche Veränderungen zu verzeichnen. Im nachfolgenden Text, Stichwort Selbststudium,
beziehungsweise Sie haben es schon beim Haushaltsplanentwurf in der Vorbereitung gesehen, können Sie nachlesen, was das meint, was das für Punkte sind. Hier finden Sie auch wieder die Position IT-Support mittlere Ebene. Das ist der Versuch, den gordischen Knoten aus dem, was ein Landeskirchenamt mit einer IT-Abteilung in der derzeitigen Besetzung leisten kann und was Kirchenkreise zu Recht erwarten dürfen, zu durchschlagen. Deswegen diese 500.000 Euro. Ich bin vorhin schon mal kurz darauf eingegangen. Wir hatten Seite 38 oben von den Projektstellen Eforal-Bibliothek vorhin hinreichend gehört, sodass ich jetzt zum Verwaltungsanteil für die Kreiskirchenämter kommen kann. In EKM intern wurde als Beilage der Leistungskatalog für die Kreiskirchenämter veröffentlicht. Er beschreibt die Grund- und Zusatzleistungen, die den Kreiskirchenämtern auf unterschiedliche Weise übertragen sind. Gleichzeitig gibt der Katalog Auskunft über die Finanzierung der einzelnen Leistungen. Wesentlicher Bestandteil der Finanzierung sind die Plansummenanteile, die die Kreiskirchenämter entsprechend dem tatsächlichen Aufwand gemessen an den Kriterien erhalten. Die Zuweisungen berücksichtigen Veränderungen in den Kriterien, genauso wie Steigerungen bei den Personalkosten. Folgende Mittel werden gegenübergestellt den Mitteln im letzten Doppelhaushalt für die Finanzierung in den Kreiskirchenämtern zur Verfügung gestellt. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass insbesondere in den beiden vergangenen Jahren, Sie sehen das im Bild 28, vermehrt Kirchengemeinden, die ihre Kasse bisher noch selbst geführt haben, diese an das zuständige Kreiskirchenamt übertragen haben. Eine Entwicklung, die wir sehr begrüßen. Ich kann jetzt springen, denn das mit den Kriterien für die Finanzierung der Kirchenkreiskassen haben wir gestern Abend schon besprochen. Kreisanteil für allgemeine Aufgaben entsprechend dem Vorschlag vom Haushalts- und Finanzausschuss sowie vom Landeskirchenrat wird der Kreisanteil für allgemeine Aufgaben um 3,5% gegenüber den Vorjahren angehoben. Das hatte ich schon berichtet. Bild 29 ist eine Betrachtung, die es wert ist, auch in einer Kreissynode oder der Sitzung eines Kreiskirchenrates gezeigt zu werden, um zu analysieren, ob und wenn ja, wie sich die Verwendung der Mittel verändert hat. Sie sehen die Steigerung, die da drin steckt, seit Einführung des Finanzgesetzes 2012 von rund 9 Millionen auf 14,5 Millionen. Das ist schon eine ganz schöne Entwicklung. Ausgleichsfonds für Kirchenkreise, auch da habe ich vorhin schon was dazu gesagt. Es freut mich sehr, dass wir das jetzt wieder in der Höhe mit 5 Millionen ausstatten können. Ich sehe gerade Bruder Papst, der findet das auch gut, weil auch das größere Kirchenbauvorhaben bei Ihnen in der Gemeinde da wesentlich mitfinanziert worden ist. Und wir haben ja alle Hände voll zu tun mit der Baulast, die wir zu tragen haben. Und das ist ein Punkt. Und die 500.000 Euro extra Bonus für Stützmauern sind auch nicht zu verachten. Finanzierung der Kirchengemeinden in den vergangenen Jahren war es möglich, den Gemeindeanteil für allgemeine Aufgaben steigen zu lassen. Das hat jedes Mal das Landeskirchenamt und der Haushalts- und Finanzausschuss, wir haben das beide immer vorgeschlagen, auch hier mal einen Blick, wie sich das so entwickelt hat. Bild 30 auf Seite 41 oben, da sehen Sie das, wie der Plansummenanteil von 12,8 Millionen auf 20,3 Millionen gestiegen ist. Klar ist natürlich, Corona belastet die finanzielle Situation der Kirchengemeinden. Kollekten und Spenden sind ausgefallen. Andererseits musste, um neue digitale Formate erschließen zu können, investiert werden. Deswegen, auch deswegen die 3,5%. Ja, ich komme zu ausgewählten landeskirchlichen Ausgaben und Veränderungen im Haushaltsplan und darf an dieser Stelle auf das ausführliche Material mit den Erläuterungen Drucksache Nummer 72/2 verweisen. Die dort formulierten Erläuterungstexte stammen von den zuständigen Dezernaten bzw. Referaten des Landeskirchenamtes, die Ihnen natürlich für Rückfragen auch im Plenum oder bilateral zur Verfügung stehen.
Verfügung stehen. Ich trage das jetzt nicht alles vor. Ich hatte mir irgendwo angestrichen, wo ich was erzählen wollte. Ach ja, Wartburg Verlag, das ist ja so eine gewisse Erfolgsgeschichte mit dem schlafenden Riesen Gemeindebriefportal. Sie sehen, wie sich das jetzt entwickelt hat. 80 Gemeindebriefredaktionen arbeiten und ich will jetzt nicht Exportschlager sagen, aber andere Landeskirchen sind interessiert. Mit Hannover gibt es einen Vertrag. Ich habe auch die Württemberger jetzt mal angeschrieben und auch katholische Bistümer sind daran interessiert. Also das ist wirklich eine sehr gute Idee gewesen, dieses Gemeindebriefportal und für alle Nutzer sehr nutzerfreundlich, unkompliziert, aber eben auch für die, auf eine mittlere Sicht, für die Finanzierung des Wartburg Verlags eine hoffentlich sich weiter verstetigende Situation. Ansonsten ein Projekt, was mir auch noch besonders liegt, sind diese Fundraising-Projekte. Da habe ich den Synodenbeschluss mal aufgeschrieben, den die vorige Synode gefasst hat. Und wir sind jetzt weiter in diesem Projekt. Sie haben das gesehen im Haushaltsplan. Die Kosten werden zwischen EKM und DW 75-25 aufgeteilt. Und es geht darum, dass wir noch besser hinkriegen, was auch letztlich vorhin in der Debatte um den Diakoniebericht zum Ausdruck gekommen ist. Kirche und Diakonie gehören zusammen und sie gehören es auf allen Ebenen, gerade auch auf der Ebene der Kirchenkreise. Und da wollen wir jetzt mal mit dem Geld in 5 Modellkirchenkreisen prüfen und durchturnen, wie funktioniert sowas, welche Lehren können wir daraus ziehen, und meine Hoffnung ist, dass wir das ausrollen können auf die ganze EKM. Vielleicht noch ein Wort zu Deckungsreserve und Verstärkungsmittel. Diese Mittel werden durch eine geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Landeskirche in Höhe von 1,3 Millionen Euro finanziert, um im Bedarfsfall eine ausreichende Deckung zu ermöglichen. Die Rücklagenzuführung bei Versorgung und Beihilfe hatte ich benannt. Damit sind die ausgewählten Positionen beendet und ich bringe ganz formal nach der Tagesordnung auch noch den Gemeindebeitragsbeschluss Drucksache 7.3 ein. Ich darf auf die schriftliche Begründung verweisen, denn die sagt das Nötige. Auch den haben Sie schon vorab zugesandt bekommen. Und auch wichtig, der Landeskirchensteuerbeschluss, auch diesen bringe ich hier mit ein. Auch hier der Verweis auf die schriftliche Begründung ebenfalls verschickt. Ich komme zum Schluss. Achterbahnfahrten sind unterschiedlich beliebt. Meine Position kennen Sie jetzt. Dass sie nicht zu den alltäglichen Herausforderungen gehören, ist deutlich. Dennoch empfinden manche Menschen den überstandenen Höllenritt als Erfolg. Sie haben sich ihren Ängsten gestellt, den eigenen Grenzbereich überschritten und ihre Angst sogar überwunden. Nach der Hormonkaskade ist der Kopf frei, der Blick stellt wieder scharf auf das, was sich am Horizont abzeichnet. Das sollte für uns die Mittelfristplanung und der Doppelhaushalt der EKM sein. Daher diesmal hoffentlich ohne grundstürzende Überraschung, ohne Nachtrag. Ein Doppelhaushalt, der solide und sparsam, gleichzeitig aber mutig und anspruchsvoll ist. Er gibt den Haushaltsbewirtschaftern, insbesondere den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden, das mögliche und nötige Maß an Planungssicherheit. Er reagiert im allgemeinen landeskirchlichen Anteil auf die künftig weniger werdenden Einnahmen, überfordert uns damit aber nicht, weil an Planungsszenarien und objektivierbare Werte angeknüpft wird. So stellen wir uns mit dem Doppelhaushalt den Tatsachen und ignorieren diese nicht. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, nicht der Gedanke, sondern die Verantwortungsbereitschaft ist der Ursprung der Tat. Diese setze ich bei Ihnen voraus und dafür danke ich Ihnen auch im Namen des Kollegiums des Landeskirchenamtes, des Landeskirchenrates und all jener vielen, vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an dem Entwurf dieses Doppelhaushaltes mitgewirkt haben. Vielen Dank.